Ja, hallo liebe Freunde, heute mal aus dem leeren Cockpit hier bei uns in Hamburg. Auch bei uns ist natürlich der Trainingsbetrieb jetzt eingestellt für die Manager bis mindestens Ende April. Eine völlige Ausnahmesituation auch für unseren Betrieb. Zumindest ein Teil des Geschäftsmodells ist zurzeit nicht mehr möglich. Aber Sie sehen, ich bleibe ruhig. Warum bleibe ich ruhig? Weil wir haben ja ein Führungsmodell und das lehren wir ja auch Managern, das uns darauf trainiert hat, auch in solchen absoluten Krisensituationen. Und wir sind jetzt alle vom Manager zum Krisenmanager geworden für eine unbestimmte Zeit. Ruhe zu bewahren, Ruhe zu bewahren. Ich hole mal mein Kärtchen dafür. Was bringe ich unseren Managern oder was sage ich ihnen immer zuerst? Fly the aircraft first. Ja? Das heißt, erhalte dein Tagesgeschäft, gewinne die Übersicht zurück und dann kommuniziere. Was stelle ich aber in dieser doch recht außergewöhnlichen Krise, wie wir sie noch nie erlebt haben, fest? Es wird genau umgekehrt gehandelt. Erst wird kommuniziert, also aktivistisch gehandelt, Gerüchte verbreitet, Unruhe verbreitet, Panik verbreitet. Sie als Führungskraft haben jetzt die oberste Pflicht, alleroberste Pflicht, Ruhe zu bewahren und Ihre Mitarbeiter auf Ihrer Ebene zu beruhigen und ihnen Sicherheit zu geben. Psychologische Sicherheit, das ist der Schirm, der über allem liegt. Ich kann Ihnen sagen, in meinen Mandaten, die ich jetzt betreue, und da lerne ich die Belastbarkeit des Modells Co-Resource Management jetzt in einem Fall auch besonders positiv kennen. Da funktioniert das hervorragend, weil ich hatte die Manager jetzt 2 Jahre darauf trainiert, wir hatten Regeln vereinbart. Und jetzt wenden wir es an in einem Extremfall und es funktioniert hervorragend. Was habe ich als allererstes mal gemacht? Erst einmal habe ich nur die Informationen immer an die Mitarbeiter, an die Mandanten gegeben, die auch wirklich belastbar sind. Viel wissen wir überhaupt noch gar nicht. Wenn ich jetzt in die sozialen Medien gucke, was ich kaum noch tue, dann erschreckt es mich sehr, dass ein Gerücht das nächste jagt, Schuldvorwürfe, Schuldzuweisungen, es werden gleich Fehler benannt, die gemacht worden sind. Das weiß niemand. Niemand weiß jetzt genau eigentlich, was richtig ist. Das Einzige, was man weiß, erhalte Fly the Aircraft. Erhalte dein Geschäft. Und das wird gemacht. Das wird auch von Seite des Staates, zumindest in der ersten Maßnahme, jetzt angestrebt. Und dabei ist es völlig widersinnig, aktivistisch zu werden. Natürlich ist es nicht möglich, für eine KfW oder wen auch immer, innerhalb von 3 Tagen ein komplett fertig ausgearbeitetes Programm zu haben. Deswegen ist es auch wieder völlig widersinnig, bei seiner Bank 2 Stunden nach Schließung des Geschäftsmodells einen 20-Millionen-Kredit zu fordern. Das ist Aktivismus. Und wenn Sie diesen Aktivismus auf Ihre Mitarbeiter übertragen, bekommen die Mitarbeiter Angst. Und wenn die Mitarbeiter Angst bekommen, dann werden die Ihnen nicht mehr zur Seite stehen. Dann werden die Ihr Unternehmen verlassen. Und dann werden Sie Fehler begehen. Deswegen konzentrieren Sie sich jetzt darauf, Ihr Tagesgeschäft zu erhalten bzw. Ihre Bestandsfähigkeit zu erhalten, wenn das Tagesgeschäft nicht mehr möglich ist. Ich sage Mitarbeitern immer, guckt nicht mehr in die sozialen Netzwerke. Ihr habt wenige Quellen, wo ihr euch seriös informieren könnt. Das ist auf der Seite der Bundesregierung, das ist auf der Seite der Landesregierungen, niedersachsen.de in meinem Fall oder hamburg.de. Das ist in den Allgemeinverordnungen, die erlassen werden, da steht drin, was tatsächlich Sache ist. Es steht in keiner Zeitung, das verspreche ich Ihnen. Gucken Sie dann oder wenden Sie sich als Unternehmer an die Industrie- und Handelskammern, die geben Ihnen seriöse Informationen, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Und organisieren Sie Ihren Geschäftsbetrieb so, wie in meinem Mandatsfall ist es ein systemrelevanter Betrieb zum Beispiel dabei, dass die Mitarbeiter diesen Zustand, diesen Ausnahmezustand, wir sind ja nicht mehr im Normal-Modus, wie wir in der Fliegerei, also im normalen Verfahren, wir sind auch nicht mehr im Abnormal-Verfahren. Abnormal ist hier, geht, sage ich mal, Kleinigkeiten funktionieren nicht mehr.
bis hin zum Triebwerkausfall ist es noch kein Notfall. Erst wenn die Maschine gefährdet ist, dann haben wir ein Emergency. Und in diesem Emergency befinden wir uns jetzt. Da können Sie nicht erwarten, und das kann Stress auslösen. Mitarbeiter geraten dann in Stress. Und es ist Ihre vornehmste Aufgabe, diesen Stress zu nehmen. Sonst werden Ihnen die Mitarbeiter nicht mehr lange zur Seite stehen können. Das halten die nicht aus, denn die haben ja nicht nur in ihrem Unternehmen Stress, die haben auch zu Hause Stress. Verteilen Sie Sicherheit. Ja, es fällt nicht leicht im Moment. Es fällt dem einen oder anderen nicht leicht, weil seine persönliche Situation nicht übersichtlich ist. Aber dafür sind Sie Führungskraft. Blenden Sie alles um sich herum aus, was Sie nicht wirklich an Informationen weiterbringt. Machen Sie sich nicht verrückt. Halten Sie sich gesund und fliegen Sie auf Sicht im Moment. Also fleißig Aircraft First, erhalte dein Tagesgeschäft. Alles Weitere kommt später. Ich werde mich jetzt regelmäßig melden, nicht immer aus dem Cockpit. Auch ich bin zurzeit nicht mehr so oft hier in unserem Trainingscenter, nur noch so ein, zweimal die Woche, um ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, was online dann funktionieren wird im Trainingsbereich, als Alternative. Denn auch da müssen wir gucken, aber das mache ich nicht aktivistisch. Das mache ich ganz in Ruhe, wenn ich alle Parameter kenne und die Entwicklung der Situation zumindest als Modell bei mir abbilden kann. Da fehlten mir aber bisher sämtliche Informationen. Die kommen jetzt aber so. Und ich werde mich dann regelmäßig melden über dieses Medium-Video mit einem kurzen Bericht und werde dann Ihnen Module vorstellen, die sich jetzt in meinen Mandaten, jetzt in dieser Situation, in dieser Krisensituation für Manager extrem bewährt haben. Eins davon habe ich Ihnen hier schon vorgestellt, was die Manager bei mir immer trainieren. Das zweite wird das Vordeck-Modell, dieses Entscheidungsfindungssystem unter Druck sein. Auch das hat sich hervorragend jetzt bewährt. Hervorragend. Die Unternehmen, mit denen ich Kontakt habe, für die ich tätig bin, die haben die Situation vollumfänglich im Griff. Vollumfänglich. Die sind auch vollkommen ruhig. Die müssen sehr viel kommunizieren, sehr ungewöhnlich kommunizieren in Telefon- und Videokonferenzen. Ja, aber wir haben die Übersicht zurückgekommen. Wenn Sie das für sich noch nicht haben, Fly Aircraft First, denken Sie daran. Machen Sie nicht den letzten Schritt von dem ersten. Nicht erst kommunizieren, noch mehr Unklarheit schaffen, sich selber unter Stress setzen, Panik vermeiden. Das ist absolut falsch. Man schaut jetzt zu Ihnen auf, Sie sind das Vorbild als Führungskraft. Ich freue mich, dass ich in den nächsten Videos mit Ihnen das eine oder andere Hilfreiche vielleicht besprechen kann und verbleibe erstmal hier aus dem Cockpit für heute. Ihr Thomas Fenger. Vielen Dank.